Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Live-Bürgerdialog der AfD-Fraktion aus dem Deutschen Bundestag in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Natürlich haben wir auch in dieser letzten Sitzungswoche nochmal im Endspurt einige spannende Anträge vorbereitet und Initiativen. Und um einen konkreten Antrag geht es auch im heutigen Bürgerdialog. Arbeitslosengeld 1, gerechter gestalten, Lebensleistung belohnen. Die bisherige Regelung nehmen ja viele der Betroffenen und der Bürger als ungerecht wahr. An meiner Seite heute Sebastian Münzenmeier, der Vorsitzende im Tourismusausschuss und auch Mitglied im Arbeitskreis Arbeit und Soziales. Worum konkret geht es in dem Antrag? Vielen herzlichen Dank. Hallo auch an den Zuschauer und vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Antrag. Sie wissen, die SPD als ehemalige Arbeiterpartei, die hat sich mittlerweile dahin entwickelt, dass sie sich eher um Gender-Toiletten oder um illegale Einwanderung kümmert. Und wir als AfD sind die Partei, die sich für die Menschen einsetzt, die arbeiten gehen. Und deswegen sagen wir, okay, wir müssen uns auch dann um diese Menschen kümmern, wenn sie aus welchen Gründen auch immer in die Arbeitslosigkeit stürzen. Und wir haben bisher ja schon beim Arbeitslosengeld 1, das System richtet sich nach dem Versicherungsprinzip. Das heißt, wir haben auch jetzt schon einen zeitlichen Faktor inkludiert und wir möchten, dass derjenige, der eben mehr eingezahlt hat und länger eingezahlt hat, also derjenige, der in seinem Leben viel gearbeitet hat und beitragspflichtig war, wir möchten, dass dieser Mensch quasi belohnt wird und eine längere Auszahlungsdauer auch hat. Das bedeutet, wir orientieren uns neu, verstärken dieses bereits existierende Versicherungsprinzip und sagen, jawohl, derjenige, der viel getan hat, viel eingezahlt hat, der muss profitieren. Und wie ist das System jetzt? Also können Sie konkret an einem Beispiel erklären, was macht die bisherige Regelung denn so ungerecht? Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Stellen wir uns vor, wir hätten einen jungen Mann, Franz, der hat mit 18 angefangen zu arbeiten, eine Lehre gemacht und hat durchgehend gearbeitet, ist heute 48. Hat immer gearbeitet, war nie arbeitslos, war nie darauf angewiesen, sage ich mal, aufgefangen zu werden, hat aber immer brav seine Beiträge bezahlt. Jetzt wird er mit 48 arbeitslos, als Beispiel, vielleicht geht die Firma pleite, was weiß ich, ja, also er fällt in diese Arbeitslosigkeit, bekommt dann ALG 1 und erhält nach heutigem Stand 12 Monate Arbeitslosengeld 1. Gegenbeispiel nennen wir ihn Thomas, ja, der war immer jemand, der irgendwie eine etwas unterbrochene Erwerbsbiografie hatte, hat immer mal wieder gejobbt, immer mal wieder gearbeitet, aber auch längere Zeit in der Arbeitslosigkeit. Und der Mann ist heute 51 und hat die letzten 2,5 Jahre aber durchgehend gearbeitet. Also seit Ende 40 bis 51 hat er durchgehend gearbeitet und würde heute 15 Monate ALG 1 erhalten. Das heißt, wenn wir diese beiden Erwerbsbiografien nebeneinander stellen, sieht jeder, okay, da stimmt doch was nicht. Der eine hat 30 Jahre durchgehend eingezahlt und kriegt aber 3 Monate weniger wie der andere. Das ist einfach ungerecht und da müssen wir was ändern. Verstehe. Ja, der Antrag der AfD-Fraktion will genau hier Abhilfe schaffen. Und wie Sie sagten, das Versicherungsprinzip soll gestärkt werden. Wie würden denn Menschen jetzt konkret profitieren, wenn sie lange gearbeitet haben, dann plötzlich in die Arbeitslosigkeit fallen? Nehmen wir mal als Beispiel jetzt konkret jetzt einen Fabrikarbeiter, sagen wir Automobilbranche, verliert durch E-Mobilität seinen Job. Deutsche, also ist ja einer der großen deutschen Wirtschaftszweige und wir kommen da vielleicht auch demnächst in Bredouillen. Wie würde das für ihn konkret aussehen, wenn er ein langes Erwerbsleben hatte? Genau, also die Problematik, die wir momentan sehen, ist, wenn wir jetzt so jemanden anschauen, der hat vielleicht 30 Jahre als Fabrikarbeiter in der Automobilindustrie gearbeitet und jetzt fällt sein Job weg. Ja, das heißt, wir müssen den Mann ja umschulen, der ist nicht mehr der Allerjüngste, der konkurriert auf dem Arbeitsmarkt mit jüngeren Menschen in Berufsbildern, in denen er bisher nicht unterwegs war. Das heißt, in der momentanen Situation hätte er ja einen relativ kurzen Anspruch nur auf ALG 1. Und dann kommt die große Falle, danach reden wir über Hartz 4, ALG 2 und dann muss er alles offenlegen. Vielleicht die Lebensversicherung, die er sich mühsam erspart hat, irgendwie auflösen, dann wird nach dem Eigentum geschaut und so weiter und so fort. Und wir sind der Meinung, jemand, der so viel geleistet hat, der sein Leben lang gespart hat, einbezahlt hat, der braucht einen längeren Zeitraum Arbeitslosengeld 1 und hat in diesem Zeitraum natürlich dann die Möglichkeit und die Aufgabe, sich vielleicht eine Umschulung anzunehmen, einen neuen Job zu suchen, logischerweise. Aber er braucht eben ein bisschen mehr Zeit als nur diese, wenn er jetzt zum Beispiel 48 wäre, als nur diese 12 Monate. Ja, also man liest ja auch häufiger, dass Menschen aus Arbeitslosengeld 1 auch in Hartz 4 fallen. Wie viele Menschen sind denn konkret davon betroffen? Genau, also das ist diese große Gefahr, die vielen Menschen beginnen, gerade älteren Arbeitnehmern, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Und wir haben in einem Zeitraum Ende 2017 bis Ende 2018 haben wir 440.000 Menschen, die von Arbeitslosengeld 1 in Hartz 4 stürzen. Und hinter jedem dieser 440.000 Menschen steht eben eine persönliche Geschichte, was ich gerade eben zum Beispiel angesprochen habe. Da geht es darum, irgendwie sämtliche Kapitalwerte aufzulösen, Versicherungen aufzulösen, alles Geld noch flüssig zu machen, um dann beim Amt überhaupt
Hartz IV zu beantragen, was ja für viele auch Dann eine. kann es ja noch zu Pfändungen kommen. Genau, richtig. Und dazu kommt, zu diesen 400, über 440.000 Menschen, kommen nochmal in dem Zeitraum 75.000, die von ALG I in die Rente gehen. Und zwar nicht alle unbedingt zum Renteneintrittsalter, sondern da gibt es viele, die lassen sich dann halt früh verrenten, weil sie irgendwie denken, das ist immer noch die bessere Option. Und wir alle wissen, das führt natürlich wieder zu Altersarmut. Ja, das sind genau die Menschen, die eigentlich ihr Leben lang gearbeitet haben und dann im Alter da sitzen und noch irgendwie am besten Pfandflaschen suchen sollen. Und das wollen wir als AfD nicht, da wollen wir gegensteuern. Klar, wo Sie auch gerade die Älteren ansprechen, also die stehen ja häufig vor besonderen Herausforderungen, ihre Jobchancen sind häufig schlechter, sie sind weniger flexibel, haben vielleicht ein Haus, Familie, können nicht so einfach ihren Arbeitsplatz deutschlandweit wählen. Und warum ist es jetzt speziell wichtig, diese Gruppe anzusprechen und auch wie kann es bei ihr zu Verbesserungen kommen? Genau, also es ist ja schon in ALG I, in der heutigen Situation ist es so, dass über 50-Jährige ja leicht besser gestellt werden, über 55 nochmal. Also wir haben ja eine Staffelung, sodass die jeweils 3 Monate länger Arbeitslosengeld I bekommen. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, das ist bisher aber nur am Lebensalter festgemacht. Also Sie haben ja gesehen, beim ersten Beispiel, derjenige, der jetzt 51 ist, kriegt 3 Monate länger ALG I, obwohl er vielleicht nur die letzten 3 Jahre geschafft hat. Ja. Und wir wollen das eben nicht nur am Lebensalter festmachen. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, weil Sie haben es gesagt, jemand, der vielleicht, sage ich mal, 55 ist, der ist auf dem Arbeitsmarkt, wie es so schön heißt, schwerer zu vermitteln. Ja, der ist vielleicht mit modernster Technik nicht immer ganz affin, der ist räumlich nicht mehr ganz so mobil, weil er vielleicht Familie hat, vielleicht kleine Kinder, die vor Ort in die Schule gehen. Also ja, denen müssen wir helfen, aber insbesondere denen, die in dem Alter sind und ihr Leben lang gearbeitet haben. Und da setzen wir an. Also wir stellen nicht, wie bisher die Bundesregierung, nur aufs Alter ab, sondern auf das Alter und auf die Lebensarbeitszeit. Das ist unser Ansatz. Also klar, dass das Arbeitslosengeld eine Versicherungsleistung ist, keine Sozialleistung. Ganz genau, ganz genau, sowieso. Also Sarah Lea Freihofer fragt, viele Erwerbsbiografien sind gebrochen, haben wir ja eben auch gehört. Mir als Generation Praktikum mit Volontariaten und zeitlich begrenzten Engagements stößt das bitter auf. Trotz einem frühzeitigen Start, mit 18 hat sie Abi gemacht, hätte ich Pech gehabt beim Arbeitslosengeld I und würde gleich in Hartz IV abrutschen. Klar ist es anerkennenswert, wenn man mit 15 oder 16 zum Beispiel im Gastgewerbe oder beim Bau schafft, nur sehe ich für diese Berufsgruppe weit weniger Gefahr, den Job zu verlieren. Ja, also jetzt sehe ich keine konkrete Frage daraus, aber vielleicht, wie Sie, also wie, was können Sie Sarah jetzt sagen, wenn sie jetzt mit 18 Abi macht und auch die Angst hat, wenn sie frühzeitig ihren Job verliert, dass sie in Hartz IV abrutscht? Liebe Sarah, vielen Dank für die Frage. Ja, es ist natürlich so, klar gibt es die Probleme, viele mehrere Praktika, Volontariat, gerade in der Journalismusbranche ist es ja oftmals so, dass man da von einem Volontariat ins nächste hüpft, aber trotzdem ist es so, wir wollen eben diejenigen belohnen, die tätig sind. Und natürlich ist es gut, auch wenn sie sozialversicherungspflichtig in verschiedenen Branchen unterwegs sind und wechseln die Jobs, zahlen sie ja trotzdem regelmäßig ihre Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Also auch das sind ja Anwartschaften, die gesammelt werden, auch das sind Beiträge und auch derjenige muss profitieren. Also wenn sie 30 Jahre gearbeitet haben in verschiedenen Branchen, sollen sie trotzdem profitieren und nicht in Hartz IV direkt stürzen müssen. Alles klar. Martina, ist es denkbar, auch Kinder beim Arbeitslosengeld zu berücksichtigen? Der Wegfall des Einkommens, beispielsweise des Familienvaters, schmerzt mehr als bei einem Single, der unabhängiger ist. Und wie ist das jetzt mit Kindern? Ja, liebe Martina, die Idee ist sehr ehrenwert. Die AfD ist ja die Partei, die für Kinderreichtum steht. Wir kämpfen dafür, dass wir wieder mehr Kinder in Deutschland bekommen. In diesem Bereich muss man sagen, also es gibt viele andere Initiativen der AfD-Bundestagsfraktion, die sich um diese Probleme bemühen, die sagen, jawohl, welche Anreize können wir schaffen, wie können wir Familien mit Kindern entlasten. In diesem Bereich können wir das nicht machen, sondern da muss es so sein, in meinen Augen, es ist ein Versicherungsprinzip und das richtet sich strikt nach demjenigen, der eben arbeitet, ja, logischerweise. Klar, gut. Markus, ich finde es gut, dass derjenige, der länger gearbeitet hat, besser gestellt wird als derjenige, der 2 Jahre was abreißt und dann in die soziale Hängematte klettert. Bei vielen EU-Ausländern aus Osteuropa ist das häufig der Fall. Wie kann man hier entgegensteuern?
Gut, unser Antrag geht ja in genau diese Richtung. Also unser Antrag möchte eben ALG I, mit dieser Reform die Menschen belohnen, die länger gearbeitet haben und nicht eben nur 2,5 Jahre was abgerissen haben. Weil das ja Stand heute, das war genau das Eingangsbeispiel, das ich geschildert habe. Also dieser Antrag zielt darauf, dass die Menschen, die ihr Leben lang hier in Deutschland gearbeitet haben und in dieser Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, dass wir die besser stellen. Und genau so steuern wir den Problemen entgegen, die Markus geschildert hat. Ja, aktuell ist die Konjunktur in Deutschland ja noch relativ gut. Auch die Arbeitslosenstatistik ist ja jetzt nach unten gegangen. Nur die Aussichten trüben sich ja auch. Die Wirtschaftsdaten gehen nach unten. Der grüne Klimawahn könnte auch hunderttausende Arbeitsplätze tatsächlich kosten. Wie sehen Sie diese Entwicklung, die auf die nächsten Jahre auf uns zukommt? Ja, das bleibt natürlich spannend, weil Sie haben das schon richtig angesprochen. In dem Moment, wo wir durch eine Verbotspartei sämtliche Industriezweige beispielsweise vernichten, indem wir die Energiekosten so massiv in die Höhe treiben, dass Firmen gezwungen sind, wegzugehen, ins Ausland umzusiedeln oder einen Kohleausstieg. Also wir haben große Probleme, die da auf uns zukommen können. Ja, und wir versuchen als AfD dagegen zu steuern. Aber Sie wissen auch, wir sind bisher hier größte Oppositionspartei, aber leider noch nicht in der Regierung. Ja, daran müssen wir arbeiten. Oliver Lächelt fragt konkret, sprechen Sie sich dafür aus, die Arbeitslosenversicherung auf eine bestimmte Höhe zu deckeln? Also wir haben ja momentan 60% des vorherigen Lohnes, die ausbezahlt werden. Ja. Daran wollten wir nichts ändern. Also daran wollen wir nicht schrauben, an der Auszahlungshöhe. Wir wollen nur die Auszahlungsdauer in diesem Antrag ändern. Gut. Marcel, wie genau will die AfD-Fraktion denn das finanzieren? Also welche konkreten Schritte sind geplant, um den ohnehin schon überlasteten Bürger nicht noch mehr zu schöpfen? Und er schreibt, Gemeinschaft ist zwar gut, aber wird es auch bezahlbar sein? Wir führen da eine neue CO2-Steuer ein. Nee, Quatsch, war ein Scherz. Das Gute ist, die Arbeitslosenversicherung hat Rücklagen von momentan über 23 Milliarden Euro gebildet. Ja? Deswegen war es ja möglich, auch den Beitragssatz schon zu senken. Und laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft, das rechnen damit auch die kommenden Jahre, und die Beitragssenkung ist schon eingepreist, ja, aber auch die kommenden Jahre werden wir 2 Milliarden Überschuss pro Jahr erwirtschaften in der Arbeitslosenversicherung. Das heißt, auf den Bürger kommen keine zusätzlichen Belastungen oder sonst irgendwas zu, sondern das können wir aus diesem Etat, können wir diese Reform finanzieren. Ah ja, tatsächlich. So, Bernd möchte, also eine etwas andere Frage zu einem Thema. Finden Sie es fair, die Rente zu besteuern? Meine Eltern verstehen die Welt nicht mehr, mussten sie schon im Berufsleben jeden Cent und Pfennig versteuern und jetzt in der Rente wieder Steuern zahlen. Was sagt die AfD-Fraktion dazu? Anderes Thema, jetzt nicht direkt der Antrag, aber wir haben eine klare Position. Hallo Bernd, danke fürs Zuschauen. Wir haben eine klare Position zu dieser Frage, und zwar sagen wir nein, die Renten sollen nicht besteuert werden. Von dem her könnten Sie Ihren Eltern sagen, nächstes Mal AfD wählen, und dann kümmern wir uns auch um dieses Problem. Und dieser Antrag der AfD-Fraktion, der bezieht sich jetzt ja nur auf Arbeitslosengeld 1. Wieso nicht auf Arbeitslosengeld 2, Hartz 4? Genau, ich hatte gerade eingangs gesagt, wir sind die Partei, die sich um die Menschen kümmert, die arbeiten. Das ist unser Anspruch, das wollen wir so tun. Ja. Und wir wollen eben auch diesen Menschen natürlich helfen, wenn sie arbeitslos werden. Und da ist der Ansatzpunkt bei Arbeitslosengeld 1 einfach da. Es ist nämlich eben keine pauschale Sozialleistung wie Hartz 4, sondern es ist eine Versicherung, ein Versicherungsprinzip, das dem zugrunde liegt. Und mit diesem Versicherungsprinzip können wir die Menschen belohnen, die viel in ihrem Leben gearbeitet und geleistet haben. Deswegen setzen wir hier an. Da haben wir nämlich auch eine weitere Frage, die auch in diese Richtung abzielt, von Max. Der fragt sich nämlich, wie will die AfD den Faulpelzen beikommen? Arbeitslosengeld 1 ist zwar gut und schön, mir graut es nur vor dem Heer an Hartz-IV-Beziehern, die den Status oft in die nächste Generation auch weitergeben. Da machen die Kinder meist nicht mal eine Ausbildung. Hier wird das System meiner Meinung nach ausgenutzt und damit alle, die wir arbeiten. Ja, lieber Max, genau dieser Antrag zielt eben auf die Menschen ab, die gearbeitet haben, viel und lange gearbeitet haben und jetzt natürlich auch wieder einen neuen Job suchen. Wir wollen ihnen dafür nur ein bisschen mehr Zeit geben, weil sie die wahrscheinlich auch benötigen, ab einem gewissen Alter beispielsweise oder aus anderen Gründen. Also der Antrag ist explizit für die Menschen, die eben gar keine Faulpelze sind, aber überhaupt nicht. Und ich möchte auch nicht Hartz-IV-Empfänger unterstellen, dass sie Faulpelze sind, ja. Sondern hier geht es explizit um die Menschen, die viel gearbeitet haben und jetzt in die Arbeitslosigkeit gestürzt sind. Die wollen wir unterstützen, und ich glaube, das ist auch in deinem Sinne.
Ja, gehen wir vielleicht noch mal kurz auf die Sozialpolitik der AfD allgemein ein oder der Fraktion. Nun wurde der Sozialparteitag noch mal verschoben, wird ja auch gerade heiß in den Medien diskutiert, auch innerhalb der Partei. Wie weit ist denn die AfD-Fraktion in sozialpolitischen Fragen aufgestellt? Wir sind gut aufgestellt. Also man sieht an unserem Arbeitskreis, der sehr gut funktioniert, der sehr gut zusammenarbeitet, dass wir uns zu sehr, sehr vielen Themen schon positioniert haben. Es gibt auch regelmäßig fachpolitische Tagungen aller Landtagsfraktionen, also der sozialpolitischen Sprecher, mit unserer Bundestagsfraktion, mit unserem Arbeitskreis, mit dem BFA, also dem Bundesfachausschuss, mit den LFAs, die zum Teil über den BFA dann wiederum vertreten sind, plus mit Herrn Meuthen aus dem Europaparlament. Jetzt ist er ja nicht mehr der Einzige, zu dem Zeitpunkt der Fachtagung war er das noch. Ja. Das heißt, wir stimmen uns da sehr gut ab. Wir haben da einen sehr guten Fahrplan, haben schon richtig viel erarbeitet und wir wären auch bis September wahrscheinlich schon sehr weit gewesen für den Sozialparteitag, so sowieso. Also wir werden da eine gute Lösung finden und ich bin mir sicher, die AfD wird auch weiterhin im Bereich der Sozialpolitik liefern können. Sehr gut. Ja, dann bleibt eigentlich abschließend nur noch zu fragen, wann wird dieser Antrag im Plenum diskutiert? Der wird am Donnerstagabend im Plenum diskutiert. Die Zeiten können sich ja immer noch so ein bisschen verschieben, aber ich sag mal, ich gehe davon aus, dass wir so über 20 Uhr ungefähr sprechen. Also Sie werden wahrscheinlich die Rede dann im Plenum. Genau, ja, ich werde dazu sprechen und ich freue mich, wenn Sie einschalten wollen, liebe Zuschauer. Rechnen Sie mit Zustimmung der Altparteien dafür? Ja, also wir als AfD-Fraktion haben uns ja dafür entschieden, dass wir allem zustimmen, was sinnvoll ist, egal aus welcher Ecke das kommt. Ja, dazu stehen wir, so machen wir das. Leider hat sich das noch nicht ganz so durchgesetzt hier im Deutschen Bundestag. Alle anderen Fraktionen stimmen uns eher weniger zu und ich bin mal sehr gespannt auf die Position der anderen Parteien, aber ich gehe nicht von einer Zustimmung aus. Ja, trotz teilweise Kritik ja auch am Hartz-IV-System. Ja, und trotz teilweise Forderungen der SPD, Arbeitslosengeld eins gerechter zu gestalten, die in eine ähnliche Richtung gingen. Aber gut, so ist es nun mal, ja. Ja. Ja, also liebe Zuschauer, am Donnerstag können Sie live zuschalten. Wir werden es auch bei uns auf YouTube übertragen. Sie können die Rede von Herrn Münzmeier ansehen, die Reden der anderen Parteien zu dieser Thematik. Und abonnieren Sie unseren Kanal, drücken Sie Gefällt mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Herr Münzmeier.